You ain't nothing but a hound dog, a crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Die 50er Jahre sind verbunden mit Glanz, Glamour, Petticoats und natürlich dem King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Auch im Jahr seines 35. Todestages fasziniert Elvis bis heute noch Generationen. So sind auch die Tänzerinnen des Butterfly Show Balletts von seiner Musik geprägt. Eigentlich ging das schon recht früh los. Meine Mama hat immer Elvis viel, fand sie ganz, ganz toll. Die war ein Riesenfan und dadurch bin ich damit groß geworden. Und Rock'n'Roll war schon immer ganz toll. Schon immer gerne getanzt. Aber um das Rock'n'Roll-Feeling in den Tänzen zu performen, muss viel trainiert werden. Trainerin Lolly vermittelt ihren Mädels nicht nur die Choreografien, sondern auch ein Gefühl für die 50er Jahre. Denn sie hat den Elvis-Hype damals selbst mitbekommen, um sich von ihm inspirieren zu lassen. Aber die Zeit eben Elvis. Es war Elvis Presley, das war in aller Munde. Und wenn der irgendwo auch spielte, dann waren wir da. Nicht? Dann fielen die Mädchen teilweise um in Ohnmacht, ist ja klar. Die haben dann geheult und unser Elvis und so weiter. Und er hat ja auch sehr schöne Titel und er singt ja auch wunderbar. Und er sah zur damaligen Zeit ja bildschön aus. Nicht? Da waren die Mädels natürlich klar für ihn. Ne? Das hat mich so fasziniert. Jumping and the jump began to swing. You should have heard your knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Der in Memphis geborene Elvis prägt als einer der ersten Rockabilly-Musiker die Mode und vor allem den Rock'n'Roll-Tanz bis heute. Wahrscheinlich würden ihm auch jetzt noch zahlreiche Frauen zu Füßen liegen und Männer würden auch gern seine Coolness besitzen. Was würdest du denn jetzt machen, wenn Elvis um die Ecke kommt? Ich würde sofort lostanzen, aber sofort.